Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Eprono ist wieder am Start und zwar über der nächsten Vorstellung und zwar an die ein oder anderen Walderforscher da draußen. Habt ihr schon mal gesehen, dass es ein Mikroskop gibt, was man praktisch fürs Smartphone benutzen kann und das mit 200-facher Vergrößerung? Natürlich HD Resolution. Hier steht 6x LED-Light, ist direkt integriert. Das finde ich ja schon mal ziemlich cool. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze dann instant über WhatsApp-Vorläufe oder E-Mails direkt zu teilen. Wir können das Ganze, wie gesagt, 200-fach vergrößern. Das fand ich schon echt ein bisschen cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den LEDs, die eingebaut sind, ist es auch ziemlich cool. Eine Farbtemperatur zwischen 6000 und 6500 Kelvin und 85 bis 150 Lumen haben wir sozusagen jetzt hier drin. Zwischen 120 und 240 Minuten, also 2 Stunden bis 4 Stunden ungefähr, ist da eine Akkulaufzeit mit dabei. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. 120 mA ist der Akku groß und wir haben 1 Ampere und 5 Volt maximal, womit wir das Ding aufladen können. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ich das Ganze hier relativ unbeschadet rausbekomme. Fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, muss ich sagen. Und das müssen wir uns auch direkt mal anschauen. So, alles was wichtig ist und im Lieferumfang ist, habe ich jetzt hier schon mal hingepackt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal das kleine Ding zu reinigen, also unsere Ultralupe. Wir haben auch noch einen kleinen Transportbeutel dabei. Eine Bedienungsanleitung ist dabei. Wir haben ein USB-C-Kabel, USB-A auf USB-C, das ist schon mal sehr praktisch. Der Hund schnarcht sich wieder eins im Hintergrund ab. Und hier sehen wir jetzt dieses 200-fach vergrößernde Mikroskop. USB-C-Eingang, damit können wir das Ganze natürlich dementsprechend aufladen. Und ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie das hier so funktionieren soll. Also, wenn ich das hier so richtig sehe, guckt anscheinend da die Kamera durch hinten. Ist das hier eigentlich alles fest drin? Ach so, nee, das kann man, ach, das kann man sogar noch... Aha, das kann man also verschieben. Interessant, okay. Also immer auf die Kamera kann man das sozusagen anbinden. Drücken wir mal hier drauf. Anscheinend ist der... Ah ne, Akku ist nicht leer. Da sieht man es. Also da sind die LEDs eingebaut. Okay, wie mache ich das jetzt hier, dass es heller wird? Ach, in Stufen. Gibt nur 2. Ach so. Ach so, okay, dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Also nicht 120, Quatsch, nicht, wo stand es, 85, sondern 85 und 150 Lumen soll das anscheinend sein. Soll das so hell sein? Täuscht das oder wie? Naja, auf jeden Fall muss ich mir das direkt erstmal anschauen. Und dann wird das hier auf das Smartphone draufgehauen und bin ich mal sehr gespannt, wie der ganze Spaß das alles vergrößert. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt mal hier direkt angebracht und jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Na klar, kann ich ja auch gar nichts sehen, weil das Ding natürlich auf Ultra-Makro-Nahaufnahmen getrimmt ist. Ich will euch mal zeigen, was man damit so Schönes sehen kann. Wir nehmen mal gleich das kleine Putztuch hier, welches wir hier direkt vor uns haben. Dann gehen wir mal direkt in den Kameramodus rein. Sieht alles relativ unscharf aus. Nicht davon verwirren lassen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen einfach mal drauf und ihr seht folgendermaßen alles. Ich mache jetzt hier einfach mal Duster, dass wir hier auch mal direkt erkennen können, wo ich hier gerade drauf rumfahre. Und zwar einmal auf meinem Schreibtisch, wie man das so sehen kann. Jetzt fahren wir hier mal ganz kurz auf diesem kleinen Stofftuch rum. Wir gucken mal, wo der Druck ist hier. Da sieht man es ganz gut. Und passt mal auf, da ist es. Ist es nicht unglaublich, wie heftig krass groß das geworden ist? Und es funktioniert mit dem Galaxy S8 hier an der Stelle ohne Probleme. So, wir gucken mal, da unten drunter ist der Schriftzug. Wir gehen wieder drauf. Wo war er? Da ist er. Ultra nah rangezoomt. Das Schöne daran ist, was man hier auch noch machen kann, ist, man kann seinen eigenen Finger untersuchen. Guck dir das mal an hier. Das sieht schon krass aus. Also Wahnsinn, wie hell das Ganze wird. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ultimativ hell. So, ich kann jetzt hier richtig meine Hautschuppen an der Stelle sehen. Einzelne Fingerabdrücke. Das ist ja völlig geisteskrank. Wahnsinn. Also wir machen jetzt mal ganz kurz hier, wo habe ich einen Schalter? Ah ja, wenn aus ist, dann sieht man halt gar nichts mehr, das ist ja klar. Wenn man die kleinste Stufe anhat, jetzt geht's an, okay, ihr seht es. Da ist dann mein Finger und dann drücken wir mal drauf, heller, dunkler. Och, krass, was ist denn da schon wieder los? Echt heftig, das Gerät, muss man doch mal so sagen. So, Freunde, was ich euch jetzt mal direkt einblende, ist einfach mal direkt die Live-Aufnahme, die ihr jetzt hier sozusagen seht. Und zwar von dem S8 wird der ganze Spaß aufgenommen. Ich fahre jetzt gerade auf meinem Holztisch hier eine Runde ringsherum und werde jetzt Folgendes machen. Ich nehme das kleine Ding mal hoch und jetzt fahren wir mal über ein Stofftuch drüber. Ihr seht jetzt auch schon, wie fein gewebt hier der ganze Spaß so ist. Man sieht so verschiedene kleine Übergänge.
Ich versuche mal, sobald wir die Farbe erreicht haben, jetzt hier dann ein bisschen langsamer zu werden. Irgendwo müsste es ja gleich blau kommen von der Seite. Hier oben sieht man auch feinste Haare und Fusseln und Staub und hast du nicht alles gesehen? Das ist ja mega interessant. Also das finde ich ja wirklich ziemlich korrekt. Hier oben hier haben wir jetzt hier die Musterung von dem Schriftzug Apexel oder was hier stand. So, ich mache mal langsamer. Die 200-fache Vergrößerung, das ist ja völlig geisteskrank, was man jetzt hier so also sieht. Also das nimmt ja das menschliche Auge so auf gar keinen Fall wahr. Das ist ja schon mal ganz klar. Guck mal, dann wird es wieder unscharf. Ich setze ihn nochmal direkt auf. Und so, jetzt sind wir wieder dabei. So, wir machen mal jetzt hier direkt drauf. Und der 200-fache Zoom, der schlängelt sich jetzt hier so durch. Also man sieht, wie die Verarbeitung so ist hier von diesem Stofftuch als Beispiel. Jetzt machen wir mal hier spaßhalber ein bisschen Schrift. Und das ist ja richtig interessant, wenn man so überlegt, dass wir hier eigentlich normalerweise eigentlich nur schwarz erkennen. Jetzt sieht man das erste Mal, wie gedruckt wurde, ja? Das ist ja mega spannend. Hier sieht man das erste Mal, wie der Drucker so arbeitet, mit dem Tintenstrahl in verschiedenen Farben den ganzen Spaß jetzt hier sozusagen als schwarz darstellt, aber es sind einfach die verschiedensten Farben, die das Schwarz im Endeffekt ausmachen. Wahnsinn! Das ist ja echt völlig verrückt. Gucken wir mal nach hier oben. Irgendwo hier ist noch was aufgedruckt. Hier sind so Mini-Zahlen drin. 200-fache Vergrößerung, genau. Wir gehen einmal weiter nach oben. Das ist ja heftig. Jetzt gucken wir mal hier, wo die Linse war. Das ist der Powerschalter, genau. Und das soll die Linse sein. Alles so wurde das also aufgedruckt. Ist ja spitzenmäßig. Gucken wir uns mal Kunststoff an von meiner Handyhülle, wie die so aussieht. Das ist ja krass, ist das. Sieht aus wie von einem völlig anderen Planeten. Das müsste man normalerweise machen, wenn ich hier irgendwie mal so eine Art Lebewesen nochmal hätte, was man hier untersuchen könnte. Im Moment habe ich jetzt hier gerade keins, wo man so rangehen kann. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Sieht man gar nicht, dass die Hülle so schmutzig sein soll. Tatsache, da ist irgendwie, irgendein Streifen ist da drüber geflogen. Ist ja interessant. So, das haben wir jetzt schon mal daraus gefunden. Was ich jetzt nochmal sehen will, bedruckter Pappkarton. Dank der LED können wir hier wirklich alles sehen und wie die ganzen einzelnen Schichten per Tintenstrahldrucker aufgedruckt wurden. Wir gehen mal ein Stück weiter runter. Das ist ja völlig verrückt. Guckt euch das mal an. So sehen die Druckmuster sozusagen aus. Das nehmen wir mit unserem Auge ja gar nicht wahr. Ist das krass. Also das aufgenommen, wie gesagt, nur mit einem alten S8, was durch die Makrolinse hier wirklich einiges rausholen kann. Da bin ich ja echt erstaunt. Was wir jetzt mal machen werden, ist Folgendes. Ich will mal sehen, ob man einzelne Pixel sehen kann. So, wir machen mal hier den Bildschirm direkt an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oder ob das ist das einfach zu schmutzig? Wahrscheinlich ist es zu schmutzig. Ich muss jetzt einfach mal gucken, dass wir hier eventuell das Licht ausbekommen. Ich muss einfach lange gedrückt halten. Ja, genau. Aha. Das, was ihr jetzt hier so seht, genau, sind die einzelnen Pixel vom Smartphone. Ach, sehr genial. Guck mal, hier sieht man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das App-Symbol von Switchbot. Da sieht man es. Voll die einzelnen Pixel sieht man da drin. Das ist ja mega interessant. Das Telefonsymbol, was Android-mäßig überall dabei ist. Was jetzt mal gucken könnten, das interessiert mich jetzt auch mal, ob wir irgendwie die Helligkeit höher schrauben können. Ich mache die jetzt einfach mal so hoch, wie es geht. Ob da irgendwie, jetzt sieht man alles viel, viel besser noch. Ist ja verrückt. Guckt euch das mal an, die einzelnen Pixel. Wir gehen mal runter zum Switch, zum Play Store-Symbol. Irgendwo muss es doch sein. Das ist ja krass. Völlig verrückt. Was man hier so alles erkennen kann, das ist alles nur der Bildschirm vom Smartphone. Ah ja, guck mal, jetzt sind wir in der Google-Leiste drin. Und dann müssten wir hier irgendwo doch auch die anderen... Ah ja, da sind die anderen Apps. Ist das krass, was man da so alles mit erkennen kann. Also da könnten wir uns auf jeden Fall unendlich viel Zeit noch nehmen und dementsprechend ja alles noch durchfunken. Ich probiere noch mal was anderes aus. So, jetzt wird es noch mal mega spannend. Und zwar, jetzt wandern wir bei mir mal auf der Hautschicht lang und zwar direkt auf meinem Arm. Das, was hier so aussieht wie irgendwelche Lebewesen, das sind doch tatsächlich menschliche Haare. Das ist ja völlig geisteskrank. Schaut euch das mal an, was wir hier so sehen können. Wir sehen die einzelne Hautstruktur, einzelne Hautpartien.
So sehen Haare aus, die aus mir rauswachsen. Ich gehe kaputt. Das habe ich ja noch nie so erkannt. Krass. Unfassbar. Wir gehen mal direkt hier auf die weitere Armbehaarung. Hier sieht man schon direkt. Ist ja völlig verrückt. Völlig verrückt, was man hier so sieht. Trockene, schuppige Haut. Ja moin, das hatte ich mir aber so auch nicht vorgestellt. Da bin ich jetzt direkt Dermatologe und müsste mir jetzt erstmal eine Hautschichtcreme auftragen. Auftragen wahrscheinlich, auftragen. Verrückt. Wie nah man hier so rangehen kann. Also das Ding ist auf jeden Fall richtig genial. Wir schauen uns nochmal hier meinen Finger an. Mal, mal gucken, wo ist er denn? Da. So, dementsprechend der Hund schon wieder völlig am Eskalieren im Hintergrund. Den müssten wir eigentlich auch nochmal untersuchen. Bin ich mal gespannt, ob ich den einfach mal... Ich packe ihn mir einfach mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt muss ich den mich mal ein bisschen wegdrehen. So, Hundehaare. Nur halt still. Du willst stillhalten. Stillhalten. Jetzt bist du dran. Du wirst jetzt untersucht. Hundehaare werden mit untersucht. Naja, weiß gar nicht, was er davon halten soll. Das ist ja völlig verrückt, ja. Das ist natürlich schon eine richtig gute Schärfe, wie man die einzelnen Haare des Hundes so ausmachen kann. Ist ja krass. So, jetzt machen wir nochmal Folgendes. Wir gehen nochmal ein letztes Mal hier über den Teppich. Oh ja, da sieht man es auch richtig krass. So ein Kurzflurteppich hier bei mir. Da kann man ja richtig reinschauen. Da bin ich ja jetzt echt erstaunt. Also da kann man auf jeden Fall das ein oder andere Experiment noch mitmachen. Da kann man echt viele Sachen jetzt untersuchen. Ein praktisches 200-fach Vergrößerungsmikroskop. Sowas habe ich ganz ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Und es macht definitiv Spaß, sich so Oberflächen mal anzuschauen, wenn man doch vorher gar keine Ahnung hatte, wie die eigentlich ausgesehen haben. Ja, Freunde, also was soll ich jetzt großartig dazu sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich aber auch noch nie erlebt und noch nie so krass gesehen. Also das macht ja mal wirklich richtig Spaß. Ein Mikroskop mit 200-facher Vergrößerung im Handtaschenformat, sage ich mal. Mit dem großen Vorteil, du kannst es über jedes Smartphone direkt verfügbar machen. Du hast ein eingebautes LED-Licht. Fetzt, definitiv. Ich bin so ein bisschen hyped jetzt gerade. Muss jetzt hier so ein bisschen den Doktor spielen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Guckt euch mal diesen hier an. Oh Gott, das sieht ja echt böse aus. Gut, dass das jetzt gerade unscharf ist, was ihr jetzt gerade seht. Ich gucke mir gerade mal meinen eingerissenen Finger an. Das ist ja mal richtig übel böse. Oh, unnormal, was man da so sehen kann unter dem Mikroskop. Ein Finger, der hier anscheinend ein eigenständiges Leben führt. Und wenn man das nochmal so sieht, ich muss nochmal ganz kurz hier auf Schärfe drücken und ihr könnt euch ja den Spaß gleich nochmal anschauen. Das soll es dann aber auch gleich gewesen sein dazu. Wir wollen es ja jetzt hier nicht auf FSK 18 Niveau drücken. Ist das verrückt oder was? Durch ein einfaches Mikroskop kann ich jetzt hier sozusagen meinen Arm drehen und ihr seht sozusagen hier ultimativ die Hautschuppen, die Hautporen, die Haare, wie die aussehen. Völlig verrückt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding hat auf jeden Fall was. Habe ich so vorher noch nie gesehen. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob es was bringen soll oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht schon richtig Fun. Wir gucken uns nochmal einen 50-Euro-Schein an, direkt. So, jetzt schauen wir uns nochmal direkt einen 50-Euro-Schein an, wie angekündigt. Und zwar die einzelnen Details, wie sowas aufgebaut wurde. Das habe ich auch noch nie so krass gesehen. Man kann damit auch Diamanten untersuchen, habe ich mich erstmal eben gerade belesen. Das ist auch mega spannend. Und guckt euch mal dieses kleine Symbol an. Das ist sozusagen jetzt hier das fälschungssichere Zeichen, damit wir hier den 50-Euro-Schein ja nicht fälschen können, logischerweise. Unten drunter seht ihr, ich bewege jetzt alles. Das ist der Holztisch. Da kann man also ganz vorsichtig durchschauen. Und dementsprechend, wenn wir den jetzt hier so hochnehmen, mal gucken, ob das denn überhaupt funktioniert. Kickt das mal einer an hier. Das ist ja völlig verrückt. Was für eine Schönheit hat bitte so ein Geldschein? Habe ich mir vorher auch noch nie so krass angeschaut. Echt heftig. Also man sieht schon definitiv, man kann ordentlich damit was untersuchen. Wenn es denn Spaß macht, also mir macht es definitiv Spaß. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch viele verschiedene Sachen direkt mit unter die Lupe nehmen. Und ja, mal gucken. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist sowas sinnvoll? Braucht ihr sowas? Es ist besser als jedes Mikroskop, welches X groß ist. Guck mal, hier steht sogar noch mal was drauf. Das habe ich auch vorher noch nie lesen können. Mega genial, finde ich ganz ehrlich. Schreibt mir gerne mal eure Kommentare
Und ich verlinke euch das Ding in der Videobeschreibung, wer es gebrauchen kann. Der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse, was halt ziemlich praktisch ist. Hier auf der Rückseite muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir eine eingebaute LED haben. Die liebe ich jetzt schon. Ich kannte ja schon viele Weitwinkelobjektive und Makrolinsen, aber einen 200-fachen Zoom, den hatte ich so an der Stelle am Smartphone auch noch nie. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.